Hallihallöchen zusammen und willkommen zum Einführungsvideo zum neuen Format Yu-Gi-Oh! Upgrade. Um was es sich bei diesem Format handelt und wie ihr daran teilhaben könnt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, man kennt es, man findet im Keller in einem ranzigen, abgegriffenen, kaputten, versifften, staubigen Ordner seine alte Kindheitssammlung oder man hat seine Sammlung einfach nicht großartig durchdacht. Es wirkt ein bisschen chaotisch möglicherweise, die Sortierung ist nicht gut, das Zubehörmaterial ist verschlissen oder nicht von guter Qualität. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil man jetzt nicht 100 oder 200 Euro in Zubehör investieren möchte, sondern halt, keine Ahnung, lieber, wenn man es dann mal hat, das Geld in Karten investiert. Und das, meine Freunde, ist jetzt ein Grund, eure Sammlung zu mir zu schicken, denn ich grade eure Sammlung ab. In Yu-Gi-Oh! Upgrade geht es quasi darum, dass mir verschlissene, alte, unsortierte, einfach nicht mehr schön anzusehende Sammlungen von meiner Abonnentschaft zugeschickt werden und ich die dann quasi mit ein bisschen Geld oder einem gewissen Betrag, den, dazu komme ich später auch nochmal, ihr mir überweisen müsst natürlich, zu etwas wirklich Schönem, Ansehnlichen mache, das wirklich Freude macht, wo man wirklich gerne reinguckt. Und das Ganze soll natürlich wie immer der Unterhaltung dienen. Es wird alles aufgenommen, die Ankunft eures Paketes, das Unboxing, den ersten Überblick, den wir uns schaffen, anschließend der Einkauf natürlich oder zuerst mal das Sortieren der Karten, sagen wir es mal so. Dann natürlich der Einkauf des ganzen Zubehörmaterials, anschließend die Überlegung, wie wir es machen, sortieren wir es nach Set, nach Archetype, sortieren wir es einfach nur so, dass es möglichst schön aussieht, das hängt ja auch immer von der Sammlung ab, auch das Zubehörmaterial, das wir kaufen, wie qualitativ hochwertig das ist, hängt einfach von der Sammlung ab, wir wollen ja, dass es quasi den Inhalt repräsentiert, das heißt, wir wollen keinen kompletten Billigschund für eine Sammlung mit Karten, die, keine Ahnung, 10.000 Euro gehen. Und umgekehrt wollen wir das natürlich auch nicht. Wir müssen immer gucken, dass das so ein bisschen sich ergänzt, wenn man so möchte. Dann sortieren wir den Ordner ein oder halt auch die Magnethalter, je nachdem, was wir hernehmen. Da gibt es ja keine Grenzen, was Zubehörmaterial angeht. Und anschließend überblicken wir das Ganze nochmal. Es gibt relativ viele Speedups, da ich nicht alles in Echtzeit aufnehmen kann. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Und am Ende gucken wir uns das Ganze nochmal an. Es wird eingepackt und versendet. Und ihr merkt schon, das ist ein Format, das es so vielleicht noch nicht auf YouTube gibt. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich mit einer der Ersten, wenn ich gerade der Erste bin, dem sowas einfällt. Und wie dieses Format läuft, ob es großartig läuft, hängt natürlich von euch ab. Wenn ich keine Sammlungen eingesendet bekomme, dann kann ich natürlich auch keine Videos produzieren. Eine Sammlung haben wir jetzt schon vom lieben Yannick. Das spielt allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Rolle. Wir wollen uns jetzt angucken, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Also, ihr habt eine Sammlung, die ihr mir zusenden wollt. Gehen wir einfach mal davon aus. Was macht ihr? Ihr schaut in die Videobeschreibung eines beliebigen Videos. Dort könnt ihr mir entweder über Discord, wobei ich beim Discord eher immer das neueste Video nehmen würde, denn ich habe den Einladungslink zwar so eingestellt, dass er nicht ablaufen kann, aber irgendwie benimmt es mir das nicht. Das heißt, nach 24 Stunden oder so könnt ihr den Einladungslink von Discord nicht mehr nutzen. Oder ihr meldet euch über Instagram oder eben wahlweise ganz klassisch per E-Mail. Ihr schreibt mir kurz, dass ihr eine Sammlung habt, schickt mir vielleicht, bitte nicht zu viele Bilder, ich möchte mich eigentlich in dem Opening so ein bisschen überraschen lassen, so ein, zwei Bilder, einfach nur von außen, wie das Zubehörmaterial aussieht, weil ich einfach wissen möchte, ob es sich überhaupt lohnt. Eine zu gute Sammlung kann man nicht mehr upgraden, so, da würde sich kein Video lohnen. Also es muss schon wirklich eine Sammlung sein, die jetzt nicht mehr so tutti-frutti aussieht. So, wenn ihr mir das alles gesendet habt und wir uns darüber einig geworden sind, dass sich da ein Video lohnt, dann geht's ums Parapara. Ihr müsst euch überlegen, für wie viel Geld wollt ihr denn eigentlich abgegradet haben? Mindestbetrag sind hier 30 Euro. Mit weniger kann ich bedauerlicherweise nicht genügend Material einkaufen, um, sagen wir mal, hier großartig einen visuell guten Effekt zu erzielen. Ich habe das erste Video jetzt abgedreht. Das war die Sammlung von lieben Yannick. Der bekommt das von mir geschenkt, weil es das erste Video ist. Und ich habe gemerkt, dass das mit 30 Euro, ein bisschen über 30 Euro, schon sehr, sehr knapp geworden ist. Also 40, 50 wären vielleicht besser. Ihr könnt aber auch 500 Euro überweisen, wenn ihr dann irgendwelche Displays oder so habt, die ihr in einem Acrylcase haben wollt, dann dauert das Video natürlich dementsprechend länger, weil da muss ich mehr recherchieren und erstmal gucken, wo ich den ganzen Barz überhaupt herkriege. Das bleibt euch vollkommen überlassen. Wichtig ist nur, Mindestbetrag 30 Euro. Den überweist ihr mir bitte auf PayPal.
Da sprechen wir uns dann auch persönlich nochmal ab. Da bekommt ihr dann natürlich meine PayPal-E-Mail-Adresse. Und von diesem Betrag oder mit Hilfe dieses Betrages grade ich dann eure Sammlung ab. Wenn es jetzt mal um 5 Euro oder so nicht hinkommt, meine Güte, dann lege ich das halt oben drauf. Daran werde ich nicht sterben, aber so, ich sag mal, in etwa sollte das dann schon passen. Anschließend müsst ihr mit einer gewissen Wartezeit rechnen. Ich bin ein Mensch, der hetzt sich nicht. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, keine Ahnung, euch ist die Sammlung total wichtig. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die ihre Karten gerne graden lassen würden, es aber nicht tun, weil sie nicht so lange Wartezeiten mögen. Da wartet man ja teilweise ein halbes Jahr oder so, bis man die Sammlung wieder hat oder die Karten. Und bei mir ist es nicht ganz so krass, aber es kann halt auch zu Wartezeiten von bis zu 2-3 Monaten kommen. Also ich denke mal, so krass wird es jetzt nicht. Der liebe Yannick hat jetzt auch ungefähr 3 Monate gewartet, aber dem zugrunde liegt halt natürlich auch, dass das erste Video ist und ich noch nicht hundertprozentig sicher war, wie ich es dann umsetzen möchte und einige Sachen neu drehen musste. Aber ihr müsst schon mit einiger Zeit rechnen. Also wenn euch das absolut widerstrebt, dann ist das definitiv nichts für euch. Weil ich hetze mich nicht, mein Fokus liegt darauf, dass das Video gut wird, dass der Content, den ich bringe, qualitativ hochwertig ist und nicht, dass ich schnell irgendein Video zusammennagel, auf dem ich quasi dann, keine Ahnung, also nur damit ihr quasi ganz schnell eure Sammlung wieder habt. Also ihr müsst da schon fein mit sein, ihr müsst ein geduldiger Mensch sein, ihr müsst natürlich ein gewisses Vertrauen auch in mich als Person haben, klar. Um das quasi durchzuziehen, wenn man so möchte. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, wäre jetzt kein Mensch, der seine Sammlung wegschickt für sowas, weil ich zum Beispiel mein Binder nicht warten kann. So, wenn die nicht nach 2 Tagen wieder da wäre, würde ich ausrasten. Ja, genau deswegen wäre das zum Beispiel gar nichts für mich. So, aber es gibt halt Leute, die haben damit kein Problem. Der liebe Yannick hat überhaupt kein Problem. Ich glaube, der hat nicht ein einziges Mal nachgefragt, wo seine Sammlung bleibt. Und dementsprechend ist das dann totally fine. Ich hoffe, das war richtig. Genau. So weit, so gut. Ihr bekommt dann anschließend, nachdem das Video abgedreht wurde, eine Sendeverfolgung. Ich schicke das natürlich als Paket ab. Klar, ab einem gewissen Gewicht muss man das ja sowieso machen. Da ist dann eine Sendeverfolgung dabei. Und für Extrawünsche wie Versicherte, irgendwie für 25.000 Euro versichert oder so, nachdem was drin ist, müsst ihr selber aufkommen. Das müsst ihr bitte einkalkulieren in eure Überweisung. Normalen Paketversand überweise ich euch, also bezahle ich. Also ihr müsst dann diese, keine Ahnung, 7, 8, vielleicht 10 Euro, die für das Paket aufkommen, die müsst ihr nicht bezahlen bei einem normalen Versand. Nur wenn ihr irgendwelche Extrawünsche habt, irgendwelche Spezialitäten, weil da Karten drin sind, die so wertvoll sind, dass wenn die verloren geht, dann droht der Untergang des Abendlandes, dann müsst ihr das natürlich extra bezahlen, weil ich bezahle keine 25 Euro Versand auf meinen Nacken. Das mache ich natürlich nicht. Und ja, das war es eigentlich dann schon wieder. Dann könnt ihr euer Video genießen. Wir hatten alle eine Menge Spaß. Diese Videos sind tatsächlich nichts für den Feingeist, der sich jetzt hier irgendwie einen intellektuellen Mehrwert erhofft. Das ist einfach ein Format zum Entspannen, zum Abschalten. Man kann vielleicht mal sehen, wie ich so die Sachen sortieren würde. Ich sortiere das halt je nachdem, was ich halt bekomme. Also es gibt hier kein Schema F, sondern ich entscheide das immer ganz individuell für jede Sammlung. Je hochwertiger natürlich eine Sammlung ist, desto mehr achte ich auch auf die entsprechende Qualität des Zubehörmaterials. Außer es wird mir natürlich ein zu geringer Betrag überwiesen, dann muss ich natürlich schauen, dass ich eher die Menge herkriege statt die Qualität. Und ja, so läuft das in etwa. Das könnt ihr euch darunter vorstellen. Ich habe jetzt, glaube ich, im Video, wenn ich nicht zu faul war, auch ein paar Einblendungen schon so reingehauen, so ein paar Spoiler für das Video, das morgen kommt. Das Video, das, das Video geht, ich glaube, ein bisschen was über 40 Minuten. Ich wollte eigentlich schauen, dass ich das in 20 Minuten packen kann, aber das ist halt schlichtweg nicht möglich. Ansonsten ist das zu schnell runtergebrochen und ist nicht gut zum Anschauen. Falls ihr Interesse habt, wie bereits gesagt, Discord, Instagram oder E-Mail findet ihr alles in der Videobeschreibung. Theoretisch findet ihr dort sogar den Link zu meiner Homepage, auf der ich gerade nicht aktiv bin. Und darüber könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, machen tatsächlich einige Leute. Und ja, das soll es aber auch wieder gewesen sein mit diesem kleinen Einführungsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch das Format etwas näher bringen. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr die Umsetzung dann findet, wenn das Video draußen ist. Ich möchte übrigens auch darauf hinweisen, dass in dem Video, das morgen kommt, natürlich nicht alles hundertprozentig so bleibt für die Folgevideos. Es ist einfach ein bisschen rumprobieren. Und ich weiß jetzt schon, dass es einige Änderungen geben wird, was so die Zwischenschnitte angeht. Ich habe da immer diesen Effekt oder halt diesen Test-Screen.
Screen oder ich habe das neue Intro auch teilweise als Zwischensequenz eingefügt. Ich bin fast am Überlegen, ob ich nicht das normale Intro wieder nehme und dieses Upgrade, diese Upgrade-Sequenz, die ja bloß 2-3 Sekunden geht, immer so als Zwischensequenz ab und zu mal einbaue. Das schauen wir dann, das ist ein bisschen chaotisch in dem ersten Video, aber ich denke, das werdet ihr alles überleben. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Video und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.